Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Nach dem Untergang des Frachtschiffes Grand America vor der französischen Atlantikküste beteiligt sich die französische Marine an einer Säuberungsaktion. Mit speziellen Schleppnetzen versuchen die Helfer, Teile des Ölteppichs aufzufangen. Die Behörden fürchten eine Ölverschmutzung an den beliebten Stränden der Atlantikküste wenige Wochen vor den Osterferien. Die Grand America war vor kurzem nach einem Brand gut 330 Kilometer vor der französischen Westküste gesunken. Das Frachtschiff hatte laut Behörden rund 2200 Tonnen Schweröl geladen.